Die Palmweihe, eine Tradition in St. Michael, wurde unter regen Anspruch der Gläubigen wieder zu einem Fest der Glaubensgemeinde. Kommt Jesus nach Jerusalem. Diese Zweige seien uns ein Zeichen, dass er auch zu uns kommt und Hilfe bringt. Darum bitten wir, segne diese Palme, segne diese Zweige des Lebens und der Hoffnung, die uns Wachstum im Glauben und göttlichen Segen verheißen. Diese Palmen sind sichtbare Zeichen unseres Glaubens an Jesus Christus. Wie Wohlgeruch steige unser Lob und Dank zu dir auf. Sie helfen uns, mit Christus auf den Weg zu bleiben und uns über das Leben zu freuen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Unser König kommt, oh, oh, Hosanna, Jesus kommt von Gott. So wollen wir jetzt in die Kirche ziehen und hören, wie die Geschichte mit Jesus weitergegangen ist. Nach dem Gottesdienst überreichte Bürgermeister Karl Fadinger allen Kindern ein Osterbäckchen und wünschte allen Teilnehmern ein frohes Osterfest.